Hallo liebe Blogfreunde, jetzt sind wir schon fast ein halbes Jahr hier in unserem neuen Restaurant Essideen und natürlich hat man immer noch Wünsche und irgendwas, was man verbessern möchte. Und dazu brauche ich heute mal eure Mithilfe, denn wir haben immer noch so noch keine richtigen Bilder an den Wänden und auch immer noch keine Ideen, wie wir die Wände noch richtig gestalten können. Und dazu möchte ich gerne eure Hilfe haben. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. So, setzen wir hier an so einen Tisch, was ich einfach mal zeigen wollte. Und zwar um diese Wände geht das hier. Das sind Akustikwände, die zur Schallisolierung sind, beziehungsweise dass die Akustik besser ist im Lokal. Das sind Holzwände, die sind bespannt mit Textilien. Und auf diesen Wänden suchen wir eine Idee, was wir da so machen können, ob wir Bilder drauf machen können, Aktionen fahren können. Einfach mal vielleicht eure Ideen, eure Vorstellung, die ihr so habt für diese schönen Wände. Man kann die bespannt sind, die man kann die mit Heftzwecken oder mit Bildern, mit Nägeln machen, alles Mögliche. Und so haben wir eigentlich das hier, genauso wie hier sind die nächsten Wände. Das sind immer Platten, die für die Akustik, für die bessere Verständigung hier im Lokal sind. Und die würde ich ganz gerne mit irgendwas Kreativem, mit irgendwas Schönem, würde ich die ganz gerne mal gestalten. Man sieht hier an verschiedenen Stellen im Lokal diese Platten, diese Akustikplatten. Und die meisten Kunden stören sich da nicht dran, die denken einfach, das muss so. Aber ich finde die einfach ich finde es einfach schade, dass diese schönen Platten einfach so trister sind. Man könnte die wirklich gut gestalten mit irgendwelchen tollen Aktionen, Bildern, Jahreszeiten. Da wollte ich einfach mal wissen, die Blogger kommen ja viel rum, sind da viel in der Gegend und einfach mal zu sehen, was die unterwegs so sehen, was man machen könnte. Dies hier zum Beispiel ist eine Aufnahme von meinem Sohn Lukas. Der hat eine Blume fotografiert und hat diese einfach mal auf dem Bild festgehalten und dann auf Platte gebracht. Hier genauso. Auch da eine schöne warme Blume. Und sowas in der Form suche ich eigentlich. Einfach mal drauf losschreiben, einfach mal was sagen, was man auf diesen Platten machen könnte. Wie gesagt, es geht um die Akustik und wenn da Bilder oder irgendwas draufkommt, wird die Akustik garantiert nicht schlechter. Also Feuer frei und ich freue mich auf kreative und auf tolle Vorschläge von euch. Je besser und je verrückter die sind, je schöner wird es werden. Also, man sieht sich. So, ich habe hier nochmal eine so eine Wand. Und wie gesagt, man kann die bespannen. Ich habe einfach mal gedacht, mal zu zeigen, was man machen könnte. Man könnte eine Speisekarte an der Wand festmachen, die ganze Wand mit Speisekarten voll machen. Natürlich kann man die Wand auch voll machen mit dem Tagesangebot, mit dem Mittagsmenü, was weiß ich was. Oder ganz was Verrücktes, wir machen eine Saftbox von der Safttante hier ran. Aber dann wird es wieder zu schwer werden. Oder man hängt das ganze Ding natürlich voll mit Kohlwürsten, mit Mettwürsten. Aber wie gesagt, da lasse ich die Fantasie und die Kreativität wünsche ich mir von euch. Einfach mal gucken, was ihr euch so vorstellt. Also ich bin ganz, ganz gespannt auf eure Vorschläge und auf eure Ideen. Dankeschön.